Du hast dich schon immer gefragt, ob man Bowser auch mit Captain Toad besiegen kann? Genau das tun wir heute. Denn diese Mario 3D World Mod beinhaltet die komplette erste Welt als Captain Toad. Uns erwartet ein umgebautes Level, was wir mit Captain Toad schaffen müssen, um über solche Hindernisse drüber zu kommen. Aber das zu kontrollieren ist so schwer. Uns erwartet einmal ein Custom Captain Toad Level. Digga, das ist ein Captain Toad Custom Level. Oh mein Gott, ist das cool. Und einmal Bowser im Fight. Gegen Bowser Reno als Captain Toad. Wir können nicht springen. Du willst so ein Stuff nicht mehr verpassen? Dann fragen wir mal Spider-Man, was er jetzt tun würde. Ich würde den Kanal jetzt sofort abonnieren. Ich bin 22 Jahre alt. Was mache ich mit meinem Leben? Moin, Freunde! Mein Name ist David mit dem einzig wahren Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Mario 3D World Video auf diesem Kanal zum nächsten Part von Captain Toad. Wir spielen Mario 3D World als Captain Toad durch. Eine komplette Welt gibt's in diesem Hack. Wir haben den letzten Part bereits letztes gesehen und alle haben gesagt, yo David, wir wollen einen neuen Part. Und ich kann es voll verstehen. Dementsprechend zocken wir die letzten drei Level der ersten Welt als Captain Toad durch und wir starten schon hier direkt mit dem heftigsten mit dem heftigsten Feature, was ich gefühlt im letzten Part durch Zufall entdeckt habe. Und zwar, dass wir einfach wirklich die Shell benutzen müssen, um über solche Hindernisse drüber zu kommen. Aber das zu kontrollieren ist so schwer. Das ist so... Mann, oh! Junge, Beyblade, Beyblade, let it rip. Okay, Toadie Line. Vor allem diese Mod ist schwieriger, als man denkt im ersten Scheibenkleister. Im ersten Moment. Ich muss also ehrlich sagen, ich kann jeden, ja, Cooper inzwischen verstehen, wie schwer das Leben... Oh, Mist, du Mist, ja! Wie schwer das Leben inzwischen ist als Cooper. Oh mein Gott, boom, wir konnten auf jeden Fall schon mal dieses Hindernis bezwingen. Juhu! Wie geht's weiter ohne Sprung? Wir müssen die Shell mitnehmen. Das ist so brutal. Oh, schnell von den Bienen abhauen. Okay, Toadie Line. Also wir müssen... Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Die Shell ist jetzt weg. Respawn die nochmal? Digga, die respawnt doch nicht. Ups. Okay, here we go again, aber diesmal mit so einem dreckigen Scheibenkleister. Ich muss nur einmal... Oh Mann, oh, warum ist es so schwer, das zu kontrollieren? Ich springe mal ab, weil normalerweise müsste es jetzt so... Ja, es ist so machbar. Oh mein Gott. Okay, mit den Sprungpassagen, mit den Sprungpaletten oder was auch immer, kriegen wir es auch so hin. Und normalerweise, das finde ich jetzt interessant, ist hier oben... LOL, das ist interessant gelöst worden. Wir bekommen einfach mehr Boost, wenn wir nach oben möchten. Super, super cool, okay. Ey, das ist so smart gelöst bisher. Und ich bin ultra gespannt, wie der Bowser-Fight heute werden wird. Aber wo ist denn die Schwierigkeit hier? Also normalerweise sind hier noch irgendwelche Bosse in der Mitte, beziehungsweise irgendwelche Käfer, die hier so rumfliegen. Aber jetzt gar nichts. Easy, sage ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wham! So, alle Plattformen betätigt und jetzt kann es weitergehen. Nein. Okay, ich merke schon, die Shell ist ein sehr, sehr wichtiges... Oh, Scheibenkleister-Element. In dieser Mod... Alter, was passiert hier eigentlich außer Tomaten? Junge, das ist viel zu brutal. Das ist viel zu brutal. Digga, what? Ich kenne diesen Raum. Oh, Hilfe. Okay, Toadie Line, pass auf. No, 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 no. Ich hab verkackt. No. In der letzten Sekunde. Junge, hier muss man ja sogar übelst nachdenken. Ach, und die Kamex wurden auch rausgenommen? Das finde ich gerade for real echt schade. Und lol, wir bekommen sogar extrem viel Zeit. Wobei, ja, schaut mal nach oben. Das Level hat schon viel Zeit gefressen. So, jetzt wiet, wiet in die Mitte. Den einzig wahren Stern mitnehmen. Habt ihr gesehen, wie knapp ich runtergefallen bin? So viel war dazwischen, so viel. Also im Prinzip wie der Penis von Hübi, Freunde. Viel mehr war da nicht, aber ey, voll in Ordnung, mehr braucht man gar nicht. Hä? Was wird denn von mir, hätte ich die Shell das ganze Level über mitnehmen müssen für den Stempel? Nö. Nee, tut mir leid, das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Nee, for real, tut mir leid, aber den Stempel kann man nicht abholen. Der Stempel, überlegt mal, wir können mit der Shell immer wieder cute, wie Toad teilweise am Schweben ist. Wir hätten ja mit der Shell wirklich hochjumpen müssen. Geht nicht.
Okay, worauf ich jetzt freaking gespannt bin, aufs Captain Toad Level. Ist es Captain Toad Level Explores Jupa He Stage, Digga? Was? Ist das ein Custom Level? Was? Digga, das ist ein Captain Toad Custom Level. Oh mein Gott, ist das cool. Sogar mit 5 Sternen, die wir erkunden müssen. Digga, das ist ein Wylord. Also ich muss sagen, eine Modding-Szene, die ich bisher noch gar nicht entdeckt habe, ist die Captain Toad... Oh mein Gott, ich dachte, ich fall runter. Captain Toad Modding-Szene bisher null beobachtet. Aber die scheint ja so interessant zu sein. Schaut mal, wie viele Inhalte. Das ist einfach eine freaking Custom Map hier. Hä? Ist hier noch ein Stern am Anfang? Jackpot. Was ist das für ein Boden? Ich hatte also für einen kurzen Moment dachte ich, dass der Boden sich jetzt bewegen wird. Junge, warum ist hier so viel zu entdecken? Okay, Cooper, mach mal bitte ein bisschen Platz. Was ist das und warum ist das so genial? Ja, das ist so freaking cool, Mann. WTF? Also ich bin komplett sprachlos, Freunde. Sprachlos wie ein Mensch, der das Sprechen verlernt hat, was? Jo, seht mal, am Ende der Route ist ein Stern. Also guck mal, von der Schwierigkeit her ist es ja eigentlich kein Act, aber das ist ein Augenschmaus. So klar, das sieht übel strange aus mit diesen Plattformen, die ja übergreifend sind zu der nächsten Ebene nach oben. Das sieht ein bisschen, aua, strange aus, aber ansonsten mega. Worauf wir aufpassen müssen, sobald wir sterben, muss ich das Level noch... Ja! Wobei die Mittelflagge hat bis... Ja, auf geht's auf jeden Fall. Hier schon mal rein. Und bitte nicht sterben. Wenn ich sterbe... Was ist das? Junge, was? Wie? It was at this moment that he knew. He doesn't. Fucked up. Counter Nummer 2 in der heutigen Folge, wo wir fast runtergefallen wären. Ich weiß nicht, mit welcher Kameraperspektive ich am effektivsten arbeite, aber das ist gerade einfach... passiert. Nimm den Stempel noch mit, wenn wir den gerade schon nicht mitnehmen konnten. What a wang. Und jetzt bitte zurück. Danke. So, vorsichtig vor... Oh, 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 oh. So viel zum Thema, yo. So schwer ist das nicht. Egal. Es ist schon knackig. Yo, what? Alter, ich muss hier mitlaufen, oder? Nein. Nein. Wenn ich jetzt wieder von vorne beginnen muss, kotze ich. Warum hat dieses Level eine Mittelflagge? Ich hasse mein Leben, Alter. Es kann nicht sein, dass... Nein. Zweimal an derselben Stelle. Nein. Och, no, Ray. Ich glaube... Och, nö. Junge, ich scheiß so heftig auf diesen dreckigen Drecksstern, Alter. Junge, du Kack-Drecksstern. Was steht da? Ich hab's nicht gelesen. Wahrscheinlich werde ich es im Schnittprogramm oder so lesen. Ich bleib einfach auf diesem Kasten drauf. Die anderen Sterne habe ich auch nicht mehr abgeholt. Ich hab keinen Bock mehr. Also das war gerade by the way. Nö. Das ist der vierte Stern? Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ach so. Oh, scheiße, was? Ja, okay, das müsste ja machbar sein, oder? Bitte? Ist das machbar? Nee, Digga, hä? Junge, was für ein Speedrun muss ich hier denn hinlegen? Okay, cool. Guck mal, das wären die 4 Sterne gewesen. Aber ich muss doch nicht alle 4 Sterne sammeln, um das Level zu beenden, oder? Junge, ich werde jetzt so sneaky am Rand lang gehen. Dieses Dreckslevel kam ich kreuzweise. Nein. Ich muss groß ins Ziel ankommen. Ah, nee, doch nicht. Es geht auch so. Boah, was? Auf geht's, jetzt Bowser als Captain Toad besiegen. Look around Bowser's Highway. Ist es möglich? Keine Ahnung. Da sehen wir schon. Das sieht halt for real so lustig aus, wie Toad hier mit diesem Rucksack am Rennen ist. Guck mal, da haben wir schon den ersten. Es gibt sogar nur 3 Sterne hier. Stimmt, am Ende müssen wir ja nur Bowser als Captain Toad besiegen. Junge, Junge, Junge. Das ist ziemlich abgespaced. So wie SpaceX oder so. Okay, bloß nicht klein werden. Das wäre bitter. Mann, Mann, Mann. Ich kack mir die Hosen. Schnell auf die Plattform. Der Stempel ist hier hinter dem Schild, oder? Aha. Der Stern? Moment mal. Hier ist der Stempel drin. Guck mal, es ist 1:1 dasselbe Level aktuell. Nur, dass wirklich diese kleinen Mini-Plattformen überarbeitet worden sind. Dennoch bin ich sehr gespannt auf den Bowser-Fight gleich, wie ich mir das vorstellen kann. No, Ray. Guck mal, wir müssen diesen riesigen Gumba-Haufen zu uns locken. Und dann müssen wir einen auf Cristiano Ronaldo tun. Scheiße. Gumberinos, folgt mir mal. Dankeschön. Genauso habe ich mir den Bums vorgestellt. Yeah. Okay, wir dürfen bloß nicht sterben.
Fun Fact, wir sind einfach freaking klein aktuell. Das ist nicht so ganz gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt geht's rein. Gegen Bowserino als Captain Toad und wir können nicht springen. Kurz als Beweis, aber das sehen wir ja auch sofort. Here we go. Wir skippen das mal. Wobei, die Animation hätte mich interessiert. Ja, okay, im Prinzip ist es ja derselbe Fight, nur dass wir nicht springen können, oder? So. Bam, Toad. Gib ihm mal böse. Sehr schön. Toadyline, here we go again. Yes. Und die ersten drei Bälle eiskalt versenkt. So, Toad number two. Wham, der nächste. Er ist ja mega wack. Und haben wir jetzt eine Plattform? Ah! Ja, cool. Nee, jetzt kommt das mit der Lava hinzu. Weil ansonsten bekommen wir die Bälle nicht hoch genug. Jetzt, zack. Neun. Nein, wir haben es. Wir haben es. Ich bin ehrlich, ich habe es mir im ersten Moment irgendwie spektakulärer vorgestellt. Ach, yo. Lol, wir können uns am Ende sogar noch mal ein Blue Shell abholen. Junge, zurillt. Alter, so eine blaue Shell hat schon echt viel Stil, muss ich mal einfach mal so sagen. Tja, das war's dann mit dieser Mod. Wir haben alle Level aus der ersten Welt gespielt. Und wenn du die restlichen Level sehen möchtest, dann schau dir jetzt dieses Video an. Dort haben wir die anderen Level gespielt. Viel Spaß beim Anschauen und hau rein.